freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Es ist ja schon Abend, glaube ich. Denn ich möchte Ihnen auch zeigen, was wir von Kreisseite bis jetzt aufgestellt haben und wie wir uns da gewappnet haben für diese Situation und wie es auch weitergehen soll. Wir haben bereits vor knapp 2 Jahren im Kreistag einen Beschluss gefasst, dass wir kreisweit eine Starkregengefahrenkarte aufstellen wollen. Diese gibt es gab es bis dato nicht. Es gab nur bis jetzt etwas in Leichlingen, weil Leichlingen war 2018 auch schon mal sehr stark betroffen und hatte damals schon mit einem Starkregen zu kämpfen. Wir haben dann auch noch die Themen der Gesundheitsvorsorge und der Landwirtschaft aufgrund der Klimawandelfolgen in den Blick genommen und daraus auch Maßnahmenempfehlungen abgeleitet. Ich lasse den gerade mal vorbeifahren. Das Thema ist auch eine Maßnahme, ja, Lärmschutz, genau. So, das war ein groß angelegter Prozess, in dem wir die ganzen Beteiligten, die Sie hier sehen, mit einbezogen haben. Also alle Kommunen, alle Wasserverbände, die Landwirtschaftskammer, die Kreisbauernschaft, die biologische Station, die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderung, den Abfallbeseitigungsbetrieb BAV und natürlich auch die Feuerwehren, den Feuerwehrverband im RBK, der für die Gefahrenabwehr notwendig ist. So, diesen Auftrag haben wir dann vor einem Jahr erteilt, die Firma Hydrotec aus Aachen. Es war eine Koinzidenz der Ereignisse, denn kurz vor der Sommerpause lag uns diese Starkregengefahrenkarte erstmals vor und wir hatten schon geplant, dass wir die im Ausschuss zeigen vor der Sommerpause. Das hatte noch nicht funktioniert, weil noch letzte Abstimmungen offen waren. Und dann kam in der Sommerpause justamente dann diese Flutkatastrophe. Und aus meiner heutigen Sicht muss ich sagen, es war ja eigentlich eine Situation, und das wurde eben auch bestätigt, wir hatten die Flut aus dem Gewässer plus den Schäden, die aus dem wild abfließenden Wasser kamen, nämlich die Hänge runterkamen, die dann in die kleinen Bäche floss und dann entsprechend auch zur Überstauung geführt hat. Wir haben uns dann entschieden, auch diese Starkregengefahr jetzt zu veröffentlichen, denn sie ist wichtig für uns alle, um weiter die Maßnahmen zu planen, die jetzt notwendig sind, und gerade in Anbetracht dieses schlimmen Ereignisses am 14. und 15. Juli. Ich will Ihnen jetzt nicht die gesamte Studie zumuten, deswegen habe ich jetzt auch nur ein paar Auszüge mitgebracht, aber ich will Ihnen erklären, was wir alles gemacht haben, damit Sie den Wert und die Wertigkeit dieser Aussagen auch einschätzen können. Also wir haben da wirklich eine Bestandsaufnahme gemacht, wir haben die komplette Topografie aufgenommen, wir haben die Hydraulik aufgenommen, das heißt, wo sind Abflusshindernisse, wo sind Durchlässe zu klein, wo sind Verrohrungen, also der gesamte Ist-Zustand des Abflussgeschehens, will ich es mal so sagen, haben wir aufgenommen. Also mit allen Verrohrungen, mit allen Wehren, mit Brücken, Durchlässen, und das haben wir getan für eine Simulation N gleich 100. Das haben Sie heute schon mehrfach gehört, das ist der berühmte 100-jährliche Niederschlag. Den haben wir versucht zu simulieren. Ich möchte auf einen Unterschied hinweisen. Sie haben es eben schon auch von Herrn Vogt gehört. Es gibt bereits die Karten, die das extreme Hochwasser auch an der Sülz zeigen. Dieses extreme Hochwasser hat hier stattgefunden. Das können wir jetzt an dieser Karte auch sozusagen verifizieren. Zusätzlich haben wir uns jetzt diese Starkregenkarte berechnet, die eigentlich ein Ereignis zeigen soll, ein einstündiger Regen mit 55 mm pro Stunde. Was wir jetzt hatten an diesem Tag, das war ein anderes Ereignis. Es war in 12 Stunden 100 bis 120 mm. Aber trotzdem haben wir gesehen, dass diese Dinge, die ich Ihnen gleich zeigen werde, genau so eingetreten sind, obwohl wir jetzt gesagt haben, es regnet nur eine Stunde, aber deutlich stärker. Denn aber man muss sich immer ein gewisses Szenario vornehmen, wenn man etwas simulieren will, dass ich denke, das ist nachvollziehbar, und das haben wir an der Stelle dann getan. Das ging natürlich dann weiter, dass wir nicht nur die Karte gemacht haben, sondern auch hinterher Maßnahmensteckbriefe, Maßnahmenkatalog erarbeitet haben, an welchen Stellen man jetzt wie mit dieser Karte umgehen sollte. Ich wollte es Ihnen hier noch mal ein bisschen deutlicher zeigen. Sie kennen sicherlich unseren Rheinisch-Bergischen Kreis. Er baut sich auf von der Kölner Bucht auf, wo es noch relativ flach ist, bis hin zu dem Bergischen Land, wo wir deutlich größere Höhen haben. Und wir haben hier ein sehr, sehr starkes Gefälle an vielen, vielen Bereichen. Also eine so hohe Energie einfach, die das Wasser aufnimmt, wenn es die Berge runterfließt. So. Jetzt haben wir dann noch verschiedene Karten. So,
Das können wir ganz gut machen, weil das Land uns eine sehr gute Reliefkarte zur Verfügung stellt. Das DGM 1 NRW, was Sie oben rechts sehen, das ist also eine topografische Karte, die im Raster von einmal einen Meter erstellt wird. Also ist schon ziemlich genau. Natürlich, der maßgebliche Einfluss auf alles ist der Niederschlag. Und in unserem Modell können wir natürlich alles berechnen, was da einzubeziehen ist. Also das Thema Flächenversiegelung, Versickerungsmöglichkeiten, Verdunstung haben wir auch betrachtet. Was man in so einem Modell nicht rechnen kann, das ist zum Beispiel die Hindernisse, die Sie eben auch auf den Fotos gesehen haben. Wenn sich Dinge vor Brücken festsetzen, wenn Verklausungen an Abläufen oder an Durchlässen passieren, das kann man natürlich nicht mehr simulieren. Und trotzdem passieren diese Dinge dann und führen dann zu Schäden, die man vielleicht vorher nicht simuliert hat. Also genau deswegen muss man da nochmal bei den Ereignissen oder vor den Ereignistagen nochmal einen besonderen Blick drauf werfen. Das ist eine etwas überhöhte Darstellung, wie man so etwas rechnen kann. So, ich hatte es eben schon gesagt, wir haben das dann eben im zweidimensional berechnet mit einem Ereignis, was einmal in der Stunde 55 mm Niederschlagsfolge hat. Versickerung berücksichtigt, Verdunstung, Durchlässe, Rauheiten und das für das gesamte Kreisgebiet. Was wir jetzt dazu noch gemacht haben, ist, dass wir dieses Starkregen auch in einer Online-Anwendung Ihnen zur Verfügung stellen werden. Sie sehen hier oben einen Link und der wird hoffentlich in einer Woche dann auch veröffentlicht sein. Sie können ihn jetzt auch abfotografieren, wenn Sie wollen. Ich habe es im Ausschuss schon zweimal gezeigt. Dieser Link ist schon, der funktioniert und das Passwort darunter ist auch noch scharf gestellt. Wir wollen das aber, wenn es auf unserer Homepage steht, auch ohne Passwort zur Verfügung stellen, denn wir sind der Ansicht, dass das jetzt nicht nur ein Kreis bleiben soll, der das mit Passwort bekommt, sondern die ganze Öffentlichkeit das zur Verfügung bekommen muss. Wir sehen es aber auch notwendig an, wir müssen es auch erklären. Also jemand, der jetzt heute hier nicht da war und das hinterher sieht, der muss auch wissen, was ist das, was hat das für eine Bedeutung, was habe ich auch für Möglichkeiten. Wir haben es eben von Frau Lenz schon in allen guten Beispielen gesehen, was man selber tun kann, wenn man jetzt diese Starkregen-Gefahrenkarte sich dann auch selber für seinen Bereich laufen lässt und sieht. Und dann können Sie wirklich grundstücksscharf die Wassertiefen erkennen, die bei diesem beispielhaften Ereignis dann bei Ihnen vor der Haustür sind und dann daraus ableiten, ob es Möglichkeiten gibt, die Sie selbst ergreifen können. Da bitte ich noch, wie gesagt, um etwas Geduld. Die Homepage ist jetzt noch in der Mache, aber ich hoffe, dass wir in einer Woche damit fertig sind. Ja, was ist immer das Problem an diesen Stellen? Ich sehe hier, Sie sehen hier rechts so eine beispielhafte Simulation. Dann sehen Sie von der rechten oberen Seite, wie es die Wild über das Gelände abfließt und sich dann in den Bereichen sammelt, wo es entsprechend tiefer ist und wo es dann manchmal auch stehen bleibt oder auch weiterfließt und wo es sich im Endeffekt natürlich in dem Gewässer dann auch sammelt. Wir haben natürlich das Thema der Gewässerdurchlässe. Eben wurde der Knipperbach hier beispielhaft genannt. Das ist alles historisch gewachsen. Das sind alles Situationen, dass man von früheren Jahren in millionenfacher Weise im Land die Gewässer irgendwann verrohrt hat. Sie kamen irgendwann in einen Siedlungsbereich und man hat sie verrohrt, um vermeintlich um eine Bebauung zu ermöglichen. Ich sage es jetzt so ganz offen. Und das wieder zurückzudrehen, das bedarf vieler, vieler Arbeit und vieler Planungen und Überlegungen, ob und was man an diesen Stellen machen kann. Es gibt auch Situationen, dass Gewässer in Regenwasserkanäle eingeleitet werden. Kenne ich jetzt nicht beispielhaft aus Rösrath, aber aus anderen Bereichen. Auch das hat man früher als richtig erachtet, dass ein Gewässer einfach in den Regenwasserkanal geht. Der Regenwasserkanal ist aber nie dafür ausgelegt gewesen. Also das sind so Bereiche, ich sag mal, die man früher nach bestem Wissen getan hat, aber heute behaupte ich, würde man es nicht mehr tun. Natürlich sind die Bebauungen im Laufe des letzten Jahrhunderts, will ich jetzt mal sagen, noch deutlich mehr an die Gewässer herangerückt. Frau Lenz hat es heute Morgen schon beispielhaft für den Rhein gesagt, das ist überall so gelaufen, in allen Talauen. Die Gewässer sind begradigt worden, überbaut worden. Ja, deswegen müssen wir uns jetzt eigentlich der Zukunft widmen. Was können wir jetzt tun, um die Häuser heute zu schützen? Was steht in der Macht der öffentlichen Hand und was steht nicht in ihrer Macht? Ich möchte das jetzt aber auch an dieser Stelle schon mal betonen. Wir werden gewiss Dinge zusammen erarbeiten, ich sage mal in der kommunalen Familie.
Aber ich sage auch hier ganz klar, ob wir dieses Ereignis, was wir hier hatten, zu einem hundertprozentigen Schutz erreichen, das kann ich keinem versprechen und ich glaube, das geht auch nicht. Das möchte ich aber hier an der Stelle sagen. Was wir aber noch gemacht haben und was uns jetzt unsere Vorarbeit jetzt schon ist, dass wir, wie gesagt, schon viele Dinge uns erarbeitet haben, die wir jetzt anpacken können. Also was geht zum Beispiel im Kanalsystem, was geht in der Stadtentwässerung? Maßnahmen an angeschlossenen Flächen heißt einfach das, was heute auch schon gesagt wurde, können wir irgendwo Flächen entsiegeln, damit es nicht mehr abgeleitet wird, sondern dass wir zum Beispiel einen Belag haben, der versickerungsfähig ist. Oder dass man Flächen nutzen kann, wie es eben auch geschildert wurde, wo heute ein Parkplatz ist, wo eine Grünanlage ist. Früher haben wir uns immer hat man sich oft gescheut zu sagen, ja, da ist aber auch ein Kinderspielplatz, da kann ich doch das Wasser dann nicht hinleiten. Das mag auch richtig sein, aber manchmal ist es auch so eine Art Bolzplatz und da behaupte ich mal, da ist kein Kind, wenn es so regnet. Aber das muss man entsprechend dann auch kommunizieren, man muss da auch Schilder hinstellen, das ist an anderen Bereichen auch schon gemacht worden, dass man, wenn es bei sehr, sehr stark regnet, dass dann dort Flächen vielleicht auch zum Rückhalt genutzt werden, die heute noch, wo es in der Vergangenheit noch nicht so war. All das sind ganz verschiedene Beispiele, die ich jetzt nenne. Das heißt nicht, dass wir heute so weit sind, das jetzt hier in Rösrath zu tun. Das kann ich auch als Kreis überhaupt nicht alleine. Sondern das sind alles Dinge, die man sich jetzt Stück für Stück planerisch angucken muss. Und da ist wieder mein Blick in die Zukunft. Ich wurde ja eben auch schon gebeten, was dazu zu sagen. Ich habe das jetzt mal für mich aufgenommen, diese Frage, was dazu zu sagen. Ich bin der Überzeugung, das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam erledigen müssen. Wir haben einen leistungsstarken Wasserverband. Wir haben eine Kommune, wir haben Stadtwerke, wir haben den Kreis und wir haben Sie als Bürger. Und das ist für mich die gesamte kommunale Familie, die kommunale Gemeinschaft, die jetzt dran arbeiten müssen, was können wir tun, um dieses Ereignis oder die nächsten Ereignisse, vielleicht kommen auch schwächere Ereignisse, die vielleicht halb so stark sind, aber die vielleicht auch wieder, wenn wir nichts tun, Schäden hervorbringen würden. Deswegen, wir geben uns jetzt auf den Weg, dass die Analysen abzuschließen und diese Maßnahmen gemeinsam zu erarbeiten. Das geht nur gemeinsam. Ich danke Ihnen.